Hallo und herzlich willkommen hier zurück auf meinem Kanal. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt, denn heute zeige ich euch meinen Beauty-Müll. Los geht's! Da beginne ich doch gleich mal, weil das ist für mich auch Beauty oder Schönheit von innen oder also wenn man sich wohlfühlt, dann ist man ja auch gleich schöner. Und für mich gehört einfach zum Wohlfühlen Tee. Und da habe ich einen ganz leckeren, nämlich diesen Schoko-Chai. Ich weiß nicht. Der ist so lecker. Das ist eine ayurvedische Gewürzteemischung mit Kakaoschalen, Süßholz und Zimt. Oh, und ich liebe den so. Erstmal mag ich auch total diese kleinen Sprüche, die da immer stehen auf den Teebeuteln. Und ich mache mir da immer etwas Milch in den Tee. Finde ich richtig lecker. Also den habe ich schon Jahre und werde ich immer wieder trinken. Und dann hatte ich ein Geschenk von einer Freundin und war auch sehr, sehr lecker. Und zwar ist es diese Buddha-Box. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Ich kannte die nicht. Das ist Hari-Tee Buddha Box. Und was da aber eben halt auch so das Schöne war, dass der Tee hatte immer so spezielle Namen. Also der eine Tee, der hieß dann Geistesblitz oder die Ruhe selbst, inneres Wissen, nur Mut. Also da sind alles so eine Motti-Teesorten. Und ja, also den fand ich ziemlich lecker und eine schöne Idee auch als Geschenk. Dann habe ich mir letztes Jahr, also das klingt ja so krass, ne, als wäre das jetzt schon ewig her, nein, noch nicht so lange her, habe ich mir in der Apotheke ein Micellenreinigungswasser gekauft. Und für mich war eigentlich hier das Ausschlaggebende, dass es mit Hyaluronsäure ist. Es ist von Madara Organic Skincare. Und ja, kann ich empfehlen, aber ich muss ehrlich sagen, ich finde zum Abschminken, gerade fürs Augen-Make-up, das Micellenwasser von Garnier auch sehr gut mit dieser rosanen Kappe. Das nehme ich dann doch auch gerne und natürlich auch immer Rosenwasser, ne? Kann man auch auf ein Wattepad geben und auf die Augen legen. Aber ich nehme halt schon zum Abschminken gern so ein Micellenwasser und das, muss ich ehrlich sagen, war ziemlich teuer und ich glaube, ich werde es nicht nochmal kaufen. Dann habe ich leer gemacht einen großen Topf von M.A.Sam. Das ist dieses Aqua Intense Körper, so eine Körpercreme und die ist auch mit Hyaluron. Und das war ein Geschenk, die hat mir meine Mama geschenkt und jetzt ist sie total leer. Und das Schöne hieran ist, sie riecht nach nichts. Also wenn ihr jetzt schwanger seid oder in der Stillzeit, dann ist das wirklich eine tolle Creme, wenn ihr jetzt nicht duften wollt. Also wenn ihr wirklich euch pflegen wollt und die Creme, die pflegt richtig, richtig gut. Also ich würde mir fast überlegen, mir die zu kaufen. Ich weiß nicht, wie teuer diese M.A.Sam-Sachen sind, aber die war schon echt toll. Also ich habe die dann auch am Ende nur noch für meinen Oberkörper benutzt, so für den Busen, für die Arme. Und ich finde sie echt richtig, die wirkt. Also das ist ein anderes Produkt als die da. Die ist nämlich auch leer und zwar ist das diese Nivea Winter Body Milk. Das war so eine Limited Edition. Und ich muss jetzt ehrlich sagen, ich habe ja ganz viel von Nivea irgendwie probiert. Und Nivea ist auf jeden Fall toll, das riecht halt gut. Aber es gibt noch bessere Sachen für euren Körper. Wenn ihr jetzt 20 seid, 30 seid, dann ist Nivea toll. Aber wenn ihr jetzt über 40 seid, so wie ich, dann habt ihr das Bedürfnis nach einer Creme, die so richtig schön pflegt. Also das merkt ihr dann, ich glaube, spätestens ab dem Moment, wo ihr das Gefühl habt, dass ihr eine Augencreme braucht, dann braucht ihr auch was anderes für euren Körper. Und dann würde ich, glaube ich, echt sowas machen. Und ich überlege jetzt tatsächlich, ob ich mir die nochmal hole, weil die ist mit Hyaluron und ich muss mal gucken, ob es die jetzt noch gibt. Also wie gesagt, war von meiner Mama. Mama, falls du das jetzt siehst, vielen Dank, sie war toll. Und wenn es die nochmal gibt, so im Doppelpack oder so, und du hast wieder eine übrig für mich, ich nehme sie gern. Dann habe ich leer gemacht von Victoria's Secret dieses Amber Romance. Das ist so ein Körper-Body-Spray und diese Victoria's Secret Sachen, muss ich ehrlich sagen, das riecht alles sehr ähnlich und toll. Also das ist was gerade jetzt, wenn der Frühling kommt und ihr wollt so einen leichten Duft. Also das kann man auch echt in die Tasche stecken oder ins Büro stellen. Bei mir im Büro stand das auch immer. Und immer dann Nachmittag, wenn ich dann wieder nach Hause geradelt bin, dann habe ich immer noch mal schön einmal so über mich drüber, also meistens so in die Haare oder auf die Kleidung. Und dann riecht ihr wirklich wieder richtig frisch, aber eben nicht so parfümiert. Also das ist halt das Schöne bei Victoria's Secret, ne? Das ist so eine, die sind sehr leicht, die verdunsten, glaube ich, schnell oder verduften schnell.
Und ja, also ich mag Victoria's Secret sehr und ja, ich habe da noch einige Flaschen in meinem Schrank stehen. Ich habe auch irgendwann mal ein Victoria's Secrets Video gemacht. Wenn ich das jetzt finde, dann verlinke ich euch das, obwohl das echt eines meiner ersten Videos war. Aber bin ich halt, ne? Meine Düfte und ja, finde ich gut. Dann hatte ich einen Duff-Roller leer gemacht und zwar ist das einer Limited Edition gewesen mit Jasmin und Powder-Duft. Ja, steht hier so, 0% Alkohol, war gut. Aber ich muss ehrlich sagen, ich nehme doch den blauen dann am liebsten. So, ich weiß nicht. Dann habe ich leider leer gemacht, das teure, schöne, diese tolle Haarkur von Kerastase, diese orange Serie Mask Intense. Das ist wirklich gut. Also ich habe es euch, glaube ich, schon ganz oft erzählt in meinen Videos, dass ich das einfach die beste Haarpflege finde ever. Und ich habe, wie gesagt, sehr viel getestet. Ich bin immer ehrlich zu euch. Ich bekomme kein Geld dafür, dass ich hier sitze und das Zeug zeige. Und ich liebe die wirklich sehr. Und ja, genauso, was ich auch leer gemacht habe für die Haare und was ich auch richtig gut finde, was echt dieses Level hier ist, aber das ist auch was, was ihr auch beim Friseur bekommt, das ist hier diese, oh Gott, was ist das jetzt? Orofluido-Maske. Und die duftet, das ist mit Arganöl. Ich war halt lange nicht beim Friseur und dann irgendwann bin ich wieder zum Friseur gegangen und es war nicht hier bei meiner Friseurin oder bei meiner Freundin, sondern ich war bei meiner Mama und bin da im Ort zum Friseur gegangen und da haben die mir auch echt so ein Stück abgeschnitten und da hat die gesagt, ich brauche echt was Ordentliches, wieder eine schöne Kur und da habe ich mir die mitgekauft und das ist halt echt mit Argan, Erdmandel, Leinsamenöl, also das ist wirklich eine schöne, kräftige Maske und die duftet, also ein schönes, schönes Produkt, also auch teuer, ne? Nicht so günstig. Aber Leute, ich würde schon sagen, pflegt eure Haare, ne? Weil wenn man das nicht macht, dann gehen die kaputt und dann ist es halt vorbei. Wenn die Haare einmal hin sind, sind sie hin. Und was ich auch empfehlen kann, total, ist dieses, das ist so ein Feuchtigkeits-Zweiphasen-Sprühkur von Oggi, also O-G-G-I. Oggi, ich weiß jetzt nicht, das ist relativ unbekannt. Beverly Hills Hair Care steht da jetzt drauf. Duisburg aber, ne? Keine Ahnung, wo das jetzt hergestellt ist. Und das ist was, was man nach dem Haarewaschen in die Haare sprüht. Und dann lassen sich die Haare halt wirklich gut kämmen. Und ich hatte diese kleine Flasche bestimmt 2 Jahre. Und die war nicht schlecht. Also wenn jetzt manche denken, ih, ist ja eklig. Nein, die war nicht schlecht. Die war und roch immer noch super bis zum Schluss. Und das ist für trockenes und wirklich strukturgeschädigtes Haar. Und ich glaube, gerade wenn ihr blondiert oder ihr benutzt diese Silber-Shampoos, dann müsst ihr danach sowas in die Haare geben und dann werden die auch weicher und brechen nicht ab und so. Also das finde ich ein ziemlich gutes Zeug. Und ich muss das mir wieder suchen. Ich glaube, ich werde das wieder nachkaufen. Ach so, das mache ich aber. Ich werde gucken, ob ich so die Sachen, klar, die Nivea-Creme jetzt nicht, aber wenn ich so bestimmte Sachen im Internet finde jetzt, dann verlinke ich euch das. Ich guck mal, ob ich das schaffe. Dann habe ich aufgebraucht meinen Reinigungsschaum von Balea. Den habe ich euch ja schon ein paar Mal auch gezeigt. Der ist echt gut. Also der ist sanft. Ich nehme den aber halt nur morgens. Das ist nichts, wenn ihr euch abschminkt. Also wenn ihr euch abschminkt, dann macht das wirklich schön mit einem Micellenwasser oder mit Kokosöl. Und ich nehme immer von Vileda die Mandelmilch zum Abschminken. Die liebe ich total. Das macht der dann nicht. Aber morgens, wenn ich aus dem Bett komme, dann bin ich ja jetzt nicht so schmutzig und dann in die Dusche gehe, dann habe ich mir das immer schön ins Gesicht gegeben und wahrscheinlich werde ich mir den auch wieder nachkaufen. Das ist so ein ganz mildes Zeug und ich glaube, der war sehr, sehr günstig. Also, ich weiß nicht, irgendwas zwischen 1 oder 3 Euro. Der ist nicht teuer und ist ein schöner Schaum. Dann habe ich eine Zahncreme leer gemacht und zwar ist es diese Bio Repair. Normalerweise finde ich es jetzt affig, hier in diesen Videos Zahncreme zu zeigen, weil wir die ja natürlich alle aufbrauchen, logisch. Aber diese Zahncreme ist halt sehr teuer. Und ich habe damals auch gedacht, oh ja, die brauche ich jetzt. Und ganz ehrlich, ich kaufe die nicht mehr, ich finde die nicht besonders. Ich hatte sogar das Gefühl, dass die nicht so... Also meine Zähne haben sich irgendwie komisch danach angefühlt. Also ich würde die euch jetzt nicht empfehlen. Also nicht für das Geld, ne? Die haben ja da Werbung gemacht und haben so erzählt, ja, die kostet ja nicht umsonst so viel Geld, weil sie ist ja so gut. Also ich fand sie nicht gut. Keine Kaufempfehlung von mir. Was ich aber empfehlen kann, so für jeden Tag, wenn ihr nicht jetzt den teuersten Concealer kaufen wollt, so
wie zum Beispiel dieser Jane Iredale, den ich ja wirklich liebe. Ich glaube, ich habe den jetzt schon euch ganz oft erwähnt. Der ist halt wirklich richtig toll, aber es gibt auch günstige Produkte aus der Drogerie. Und zwar diesen La Touche Magique von L'Oréal ist der La Touche Magique True Match. Und da habe ich hier die Farbe Natural Beige. Und das ist halt einfach so ein, der ist so ähnlich wie dieser Touch Eclat. Kennt ihr den von Yves Saint Laurent? Dieser Touche Eclat, keine Ahnung. Aber das ist das gleiche Prinzip. Der sieht doch irgendwie fast genauso aus. Der hat mich sehr daran erinnert. Da dreht man das hier hinten raus und dann kann man das so schön einpinseln. Und also das ist was so für echt jeden Tag. Der war nicht sehr teuer und hat es gut gemacht und ging auch nicht in die Fältchen. Also kann ich empfehlen. Dann hatte ich einen wirklich richtig guten Lippenbalsam-Pflegestift. Den habe ich mir gekauft in der Stillzeit, weil da meine Haut irgendwie am Ausrasten war. Also ich hatte wirklich so sehr trockene Haut bekommen. Und da habe ich mir diesen Be Natural Coconilla bei DM gekauft. Der ist made in USA. Und das ist halt so mit Honig, so ein ganz schöner, ja, der hat wirklich gut geschmeckt. Schmeckt, weil ne, der soll ja irgendwie, ja wirklich wie Honig, also ein ganz schöner, gut pflegender, auch mit Kokosöl übrigens, ein richtiger schöner Pflegestift. Der ist so wie diese Veleda-Qualität. Ne, da gibt es ja auch so einen ganz tollen Lippenstift mit Honig und ja, also falls ihr da mal was sucht, dann probiert mal den aus. Be Natural von, oder Coconilla, ja, gibt es bei DM. Dann habe ich leer gemacht. Oder aufgebraucht von Manhattan einen Lip Liner in der Farbe 59Y. Ja, das ist ja der ganz bekannte. Man muss nur aufpassen, die Dinger, also ich schminke mich über unserem Waschbecken. Und wenn ich mich dann da die Lippen nachzeichne, das ist mir nämlich auch mit dem passiert, so das letzte Stück ist dann irgendwie abgebrochen und zack, bevor ich gucken konnte, verschwand dieses Stück im Abfluss. Und dann war er leer. Also das hat mich so ein bisschen geärgert. Da muss man immer aufpassen bei diesen Dingern. Aber da die so günstig sind, ja, kann man das verkraften und wie gesagt, das ist ein schönes Ergebnis und kann ich empfehlen. Dann habe ich aufgebraucht eine Gesichtscreme von der Stadelmann Apotheke, also von dieser Hebamme, diese Stadelmann von der Bahnhof Apotheke. Die Mamas unter euch, die kennen diese Apotheke und wie gesagt, Stillzeit, Haut super trocken. Ich überlege, was mache ich jetzt? Meine Creme, die ich normalerweise nehme, die konnte ich nicht mehr nehmen und da habe ich mir auch diese Gesichtscreme gekauft. Muss ich aber sagen, würde ich auch nicht mehr kaufen. Also diese Veleda und Hauschka Gesichtscremes sind wirklich für mich viel besser gewesen. Das ist ein gutes Naturprodukt und was mich hieran gestört hat, dass die wirklich schon nach einem Monat ist die gekippt. Vielleicht weil das Sommer war, ich habe keine Ahnung. Ich habe sie dann noch an den Händen benutzt, aber ich habe sie dann nicht mehr ins Gesicht gegeben, weil die einfach dann muffig gerochen hat. Also diese Öle waren einfach wie ranzig, also es war nicht mehr gut und das passiert halt bei Hauschka und Veleda nicht. Wahrscheinlich konservieren die dann doch mehr. Ich habe keine Ahnung, aber ja, würde ich jetzt nicht nochmal kaufen. Was ich aber unbedingt wieder kaufen werde, ist diese Narbencreme. Die habe ich euch auch schon mal gezeigt. Die habe ich jetzt, glaube ich, schon das dritte Mal benutzt. Die kleine Tube kostet irgendwas um die 20 Euro von Kelo-Cote und von der Firma Sinclair. Und mir gucken ja viele Frauen zu, die auch wahrscheinlich einen Kaiserschnitt haben oder generell, wenn ihr andere Narben habt, egal von welcher OP, dann ist es nie zu spät für so eine Narbenpflege. Und das ist eine Pflege oder das ist ein Silikongel. Und das Silikongel verschließt quasi eure Narbe luftdicht. Und darunter heilt die wie verrückt. Also ich dachte so, huch, ich habe das benutzt. Ich habe vorher halt auch geölt und so ist auch wichtig. Also wenn ihr jetzt frisch irgendwie eine Narbe habt, dann müsst ihr erstmal natürlich schön ölen und ganz mild. Und wenn die Narbe dann wirklich schön alles sich zurückgebildet hat, dann nehmt ihr dieses Silikongel und das ist echt krass. Also da wurde meine Narbe echt richtig dünn, kann ich empfehlen. Und die ist jetzt sogar hier mit UV-Schutz. Das habe ich jetzt natürlich nicht gebraucht, aber ich habe die dann irgendwie falsch gekauft. Aber die ist auch mit UV-Schutz. Das heißt, wenn ich dann im Sommerurlaub bin, dann werde ich das benutzen, weil wenn dann doch mal irgendwie dass da unten Sonne rankommt, das soll man ja echt vermeiden, ne? Dass die Narben dann so braun werden. Genau. Und das Letzte, was ich euch zeige, das war eine Probe, aber richtig, richtig toll. Deshalb habe ich sie auch jetzt noch mit hier reingenommen. Das war kurz vor Weihnachten. Meine
Reinigungscreme war alle, und zwar die von Weleda, die ich immer nehme. Und ich bin in die Apotheke und dachte, okay, hole ich mir die da schnell, weil zu DM wollte ich jetzt nicht noch fahren. So. Und dann hat die mir irgendwie 4 von solchen Proben mitgegeben von dieser Siriderma basische Reinigungsmilch. Und Leute, das ist richtig, richtig gut. Also, ja, es ist jetzt leider überbeleuchtet, man sieht das nicht so gut. Also Siriderma Reinigungsmilch, das ist, also ich fand die richtig toll. Ist natürlich wieder auch nicht so günstig, ne? Kauft ihr in der Apotheke. Und das ist eine richtige gute Reinigung, aber so ganz, also danach ist die Haut echt wie gecremt. Also so mit Ölen, und ich fand das richtig gut. Und ja, ich überlege ernsthaft, wenn meine andere jetzt dann alle ist, ob ich mir einfach mal so eine große Tube hole. Die riecht natürlich nicht so gut wie die von Weleda. Also diese Mandelmilch von Weleda, die Reinigungsmilch, die finde ich halt einfach mal so, so angenehm für mich persönlich. Das riecht die halt nicht. Ne? Das ist ein medizinisches Produkt. Aber wenn ihr jetzt zum Beispiel zu Akne neigt oder Neurodermitis oder Hautrötungen habt, dann würde ich euch die echt empfehlen, weil die ist halt wirklich so medizinisch und sehr gut. Das war's. Ich habe euch alles gezeigt. Wenn euch mein kleiner Film heute gefallen hat, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Abonnieren ist kostenlos und dann verpasst ihr hier auch nichts mehr. Und dann wünsche ich euch alles Gute und sage Tschüss, bis zum nächsten Film.